So, jetzt machen wir erstmal ein paar Fotos hier, wa? So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Jaufenlift in 2020 Meter Höhe, beziehungsweise auf dem Jaufenpass. Noch nicht ganz oben, wir haben hier mal kurz einen Stopp gemacht. Die anderen sind oben schon an der Hütte. Ich bin mal hier wieder der Letzte mit den ganzen Kameras und einpacken, hast du nicht gesehen. Naja, egal, was soll's, ne? Man nennt mich auch Opa. Und da ist der Makumak. Da ist er ja. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. Kanal 1. Geht's los. Der Markus um die Kurve. Der Markus. Oh ja. Da ist er, da ist er. Weiter geht's, Jungs. Kann ja mal ein Foto machen, wie ich ankomme. Ja, jetzt bleibe ich lange ab jetzt, oder? Schön. So, seid ihr ready? Wir sind ja, right along. Matze noch nicht. Zähl den Vogel. So weit along. Da ist er doch. Ist er fertig? Ist hinter uns frei, kann da jemand was sehen? Ja, komm, Auto. Ach, warte mal, lass mich mal eben kurz durch, Thomas, ein Stückchen vorfahren. Ja, bin vorfahren? Fertig. Chris, den Aufkleber habe ich für dich geholt. Ja, super. Was? Ich habe für Chris den Aufkleber fürs Top Gear gekauft. Ich wollte eigentlich hier noch einen Ride-Alone-Aufkleber drauf machen, aber das dann ist. Mach ja, das! Ach, bringt doch nichts, der ist doch übermorgen wieder überklebt. Ja, ja, ist so. Ja, oder hier an der Leitplanke, wo ich bin. Ja, am Weitpfosten. Ja. So, können wir da was? Einen Moment, bin sofort fertig. Auf geht's. Könnt ihr an mir vorbei gleich. Ich fahr nur schon mal los. Alles gut. Immer selbes Buch. Alles gut, alles ja. Ja. Da kann sich keiner beschweren. Aber es geht schon wieder los. Oh. Oh. Oh, schön. Jetzt kommen die geilen Mauern hier. Una festa sul grande. Una fiesta compagnia. Tutti mi cantaro. Era italiano. Tarariradaro. Tarariradaro. Geil, 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 geil. Auto vorn. Zwei Motorräder. Ja, runter ist schöner wie rauf. Also die Strecke. Oh, schön. Ja, gut, der war aber gut in unserer Spur gerade hier. Ein geiler, das passt ja wie in Österreich. Weiter. Dabei sind wir in Italien. Ja. Das ist ja wie in Böhmsen. Ja. Ist vorbei, Stefan. Das ist ja wie am Sorpesee. Ja. Yeah. Wie eine wilde Wiese hier. Oh. Ja, wilde Wiese. Genau. Ich darf so schnell fahren, eine wilde Wiese nicht. Wie tief geht es hier runter? Sehr 2000 tief Meter. Mitte. 2000. Na gut, wenn du Glück hast, purzelst du da auf so einen Vorsprung.
Aber guck mal, hier sind auch schöne Parkplätze. Ja. Kannst du ein Foto machen? Ach, schön wedeln. Ach, rechts, links, herrlich. Ja, echt schön. Ach, Thomas ist hinter mir. Na klar. Soundröhre. Soundröhre. Dritter Gang? Vierter gerade. Okay. Immer noch zweiter. Ja. Das ist geil. Ja, super, danke. Frei, frei. Danke. Oh, das wird ein geiles Video. Sehr geil. Ich aber zu. Ist da ja. Oh, da kommen die richtigen, ey. Oh, die Pike Peak ist das. Geil. Ja, aber auch arschteuer. Ja, klar. Das ist Wohnzimmer, ne? Ah, kriegst du eine volle GSA-Hütte für. Klar. Bleibst du im dritten, Thomas, oder? Ja. Wieder so ein bisschen versetzt, ey. Ja. Diese kleinen. Was von dem Beton oder was? Ja. Okay. Also, die Dinger, die machen mir langsam Angst hier. Das ist der alte griffige Asphalt hier, der ist geil. Ja, die machen sogar Platz hier, die Autofahrer für dich jetzt hier. Ja, da ist der Markus in deiner Leitung. Ja. Oh, ist das geil. Alter Sack. Ist das geil. Hier darf man auch nicht schnippeln, das ist viel zu schade. Hey.
schöne Blubber, ne? Das ist so geil. Italiener. Ach, Scheiße, kommt einer. Ja, lass mal. Habe ich auch nicht gesehen, du, nur das Moped. Wegen dem Licht, weil da siehst du mal, was das ausmacht, ne? Was das ausmacht. Kein Licht haben. Ja. Das Markus ist das. Ja, der Sack. Hey. Ich hab dich auf Video, sehr geil. Stefan? Ach, hier ist schon Ende oder was? Ja, Stefan. Stefan auch da? Ja, sind oh, Alter, der kratzt sich da ein Vektor. Das war der von vorhin, der mit der V-Strom. Naja, das ist mir ein bisschen zu heftig. Ja. Immer auf Raste, ey. Auf die anderen, stellen uns hier schön in den Schatten. Oh, da sind wir. Und freuen uns über diese herrliche Aussicht. Ja, alles gut. Damit hier noch hochgefahren. Alles frei, ne? Guck, wo ihr seid, ne? Alles frei, Chris. Immer noch frei? Ja, immer noch frei. Frei, immer noch frei. Alle vorbei. So, weiter geht's zum nächsten Pass. Oh. Was ist der nächste Pass? Am Timmelsjoch, ne, oder? Timmelsjoch. Ja. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Jaufenpass. Oh, hier kann man auch hier. Du definitiv, wow. Ui. Oh, nicht Chopper fahren, das geht ja gar nicht, oder? Also Chopper fahren, oder? Na, so sitzt ein Huhn! Das gibt's ja gar nicht, du. Was? Ja, wir sind gemacht, gerade runter. Alter, was ist das für eine Kurve hier? Hab ich auch gerade gefragt, ey. Das sind eine Bio-Heuer aus Österreich. Wenn die Belege hier halten, die Belege so gut sind, dann sind ja Rennstrecke auch gut. Ja, klar. Wenn ihr bergab fährst, ey, boah, die Mannschaft quietscht hinterher am Ende. Aber hoch war schön dann. Das glaube ich. Ja, auf der Seite war der Asphalt nochmal ein bisschen besser, ne? Ja, ja, also neu gemacht. Man kann halt immer schwarz jetzt. Wenn du mal mit dem Roller fährst, das neu geteert, dann hast du ein bisschen mehr Profil. Ja. Kannst du ein bisschen einsammeln. Oh. Wieso, solange es so trocken ist, ist mir eigentlich egal. Kommt so ein Ura MP10-Fahrer von hinten hier da vorne. Jo. Ich roll hier gerade. Warte mal, das sieht
Kirche zu, ne? Auf der Seite grüßen sie alle, auf anderen nicht. Oh, hier geht's hoch. Hallo. Herrlich, herrlich. Ja, herrlich. Richtig schön. Ui, die geht ja hier richtig rum. Ach, jetzt geht's hier los, wa? Zicki, zacki, zicki, zacki. Hühnerkacki. Hoppet. Ich hole seit zwei Tagen meine Hose. Ich glaube, ich habe abgenommen hier, glaube ich. Hose wie du. Aber das ist das schön hier. Also, hier hätte ich Gladbach mal halten sollen. Nein, ich kann das. Tal im Hintergrund. Schön, so schön, was ist das schön. Ja, würde ich jetzt Mathe befahren, oder willst du Musiker befahren hier? Ja. Da wird Party machen hier, Party Moped. Highway to Hell. Ja, genau. So, machen wir mal. Was geht aber eigentlich? 100 Kilometer jetzt? Ja. 7 Liter Verbrauch für die Strecke? Das ist gut. Ja, 236 haben wir noch. Ja, aber für die Strecke, wie ist der gefahren jetzt so, weißt du? Ist das 7 Liter nicht viel? 100 Kilometer oder so, 130. Weil alle mal sagen so, was die haust du da 9 Liter mit oder was, ne? Ja. Motorrad, Vorsicht. Eine schöne Kurve hier. Super. Super, super. Aber glatt. Ja, die anderen kommen ja nicht. Oh, es ist immer ein Furzen da vorne. Ein Kleber. Ein Schild. Also ein Schild. Der war da vorne, den habe ich vorhin überholt. Aber mit Wohnwagen bin ich auch nicht runter, jawohl. Da kannst du aber auch ganz schön. Oh, das geht auf die Bremse, wenn er nicht selbst gebremst ist. Klar. Ja, der ist ja gebremst, ne? Oder? Nee, wobei? Nee, kann sein, dass er nicht gebremst ist. Nee, das ist ein Alter, der ist aus den 80er Jahren, ey. Oder die bauen den um, wa? Ja, oder so. Das glaube ich nicht. Ach, schade. Schade. Also hier könnte man auch was essen. Sieht auch cool aus, ne? Sieht auch geil aus. Da waren noch viele Plätze frei.
die holen immer alle aus, ne? Ja, ja. Ja, dann kommst du da runter, dann stehen sie da auf deiner Spur, ey. Boah, Kackasphalt hier. Dass die alle noch grüßen können, ey. Das warm hier unten, 27 Grad. Und Blitzer in 100 Meter. Da ist ein Blitzer hier, das gelbe ist Blitzer hier rechts, Chris. Ja, ich weiß. Rechts. Ich feiere ja nur 37. Italien. Ja. Italien. Eieieiei. 28 Grad. Was hatten wir da oben? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss ich mal im Video. 28 Grad. Wir wollen die nicht überholen hier, Stefan. Drei Wettertaft. Achtung. Drei Wettertaft. Ich kann mal kurz vorbeilassen, dann fahre ich euch vorbei und sage Bescheid. Tut, tut. So, schön. Achtung, Auto. Hey, war das ganz schön. So, wir fahren jetzt noch 50 Mal im Kreis. Am Kreisverkehr die erste raus, also quasi Spitzkehre. Stefan, hast du gehört? Was denn? Stefan? Jan? Matze? Hören wir die denn? Nein, dann muss warten hier. Da ist schon da, der Stefan. Der Stefan, ja, wir sind da, jetzt ja auch hinterm Stefan. Dann noch Foto machen. Foto machen. Ja, wo am Kreisverkehr? Ja, sofort rum. Ach. Erste raus. Ah, Richtung Schmitz. Ja. Ja. Jojo. Ah, ja, solange es auf mich gewartet wird, ist ja gut. Da kann ich jedes Foto der Welt machen. Hm. Also, was du das? Ja, und so weiter. Ja, ja, und Jan ist er auch hinter mir. Ja. Das ist vor, oder sagst du, wo es lang geht? Alter, ist das heiß, ey. Aber da gerade raus, oder? Der Kreisverkehr, erste raus. 200 Meter. Aber man könnte ja auch nach Schilder fahren, direkt hier. Ja, wenn du so lesen kannst. Boah, geiles Bild hier, oder? Schaut doch auf Timmelsjoch. Hammer! 50 Jahre Timmelsjochstraße. Okay. 29 Kilometer. Ja, da oben waren wir. Paso Rombo ist das, der Paso Rombo ist Timmelsjoch. Ach, ich werde dem Präsidium mal den Vorschlag machen, dass wir unseren Hauptsitz verlegen. Ja. Pizzeria. Ist los, ne? Drei Vespas. Ist der Timmelsjoch jetzt wieder in Österreich? Ja, du kommst in Sölden raus. Ja, stimmt, genau, in Sölden. Ever is that schön. Oh, wieder zwei Chris von mir. Ich sehe so schön. Schön. Chris Nummer zwei. Ja. Oh, sie ist irgendwo Baustelle oder was? Oh, anscheinend. Achtung, Ampel. Na ja. Gut, under construction. Hier ist nichts, alles frei. Ah, ist das schön. Ich fahre nur mal nah auf wegen der Aufnahmen. Ne? Ja, ja. Er fühlt sich schon gejagt. Ich dachte, ich wollte kuscheln. Nein. Ja, das finde ich auch schöne Aufnahmen. Ja, wunderbar. Genau. So, Timmelsjoch. Genau, auf zum Timmelsjoch. Der ist hinter mir. Jan ist von mir.
Spiegel drauf, ey. Also im vierten geht das auch hier. Ja. Ah ja, warte. Jetzt werden wir gekocht hier, ey. Ja. Oh. Jetzt beneide ich dich um dein Klapphelm. Ja, das ist schon geil. Und Baustelle. Guck mal, da oben ist Schloss Neuschwanstein. Seniore, ne? Dauert das lange? Seniore, mach es schnell hier. Genau, okay, dann machst du erst mal die Kippe an.